Schau, wow, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Und das ist ein Video, in dem ich ein geiles Projekt, was ich schon immer mal vorhatte, ankündige. Und zwar wird es auf diesem Kanal ein Format geben, und zwar Hashtag Top YouTuber. Ich wollte dieses Format eigentlich schon früher bringen, also kennt man auch von anderen YouTubern. Aber ich dachte mir nur so, ich war noch nicht auf ein Level, wo ich meine Videos selbst dazu gut genug finde, um andere YouTuber auswählen zu können. So. Und deswegen dachte ich mir, dass ich es jetzt endlich kann und jetzt haue ich dieses Projekt raus. Und Leute, wer das nicht kennt, bei Top-YouTuber ist es so, man schreibt, also ihr schreibt mir Hashtag Top-YouTuber in die Kommentare. Ich gucke mir die verschiedenen Kanäle an. Der beste Kanal, der mir gefällt, wird in einem extra Video, stelle ich ihn vor. Ich packe natürlich seinen Link in die Beschreibung, Infocard und so weiter. Und danach nehme ich auch noch ein Video mit ihm auf, wenn er darauf Bock hat. Und ja, das soll so dieses Prinzip von diesem Ding sein. Und es soll einfach so ein Projekt sein, was alle 3 bis 4 Wochen mal soll kommen soll, also nicht so eine jede Woche Sache, sondern zwischendurch. Deswegen Leute, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber ich versuche jetzt so einen Rhythmus reinzukriegen und immer mehr Projekte oder sonstige Sachen auf einmal auf einmal zusammenzukriegen, damit wir eine kleine Struktur hier bekommen, Leute. Und es soll es auch sein. Schreibt mir in die Kommentare Hashtag Top YouTuber und ich werde es halt immer, und dann schreibt ihr halt im Prinzip immer unter der neuen Folge, wo ich den Top YouTuber vorstelle, Hashtag Top YouTuber. Und dann kommt ihr auch dran. Also Hashtag TopYouTuber in die Kommentare. Und dann würde ich immer sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Hier findet ihr die anderen Videos. Ich weiß, es ist schon 3 Tage nichts mehr gekommen, Leute. Aber bei mir geht die Schule bald wieder los. Deswegen muss ich da schon wieder in den Rhythmus reinkommen. Deswegen ist es mit YouTube ein bisschen complicated. Aber sobald die Schule wieder loskommt, habe ich hier einen festen Zeitplan. Und da kommt safe wieder jeden zweiten Tag Video. Oder wer weiß, vielleicht jeden Tag. Keine Ahnung. Also würde ich aber sagen, haut rein, macht's gut und ciao.